Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte in Thüringen 2.0 Version 2.0. Wir werden mit der Ernte fortsetzen. Weizenfeld 41. Ich habe ganz kurz den Kurs mal neu gerenoviert und vorbereitet. Wir werden gleich mal starten. Hoffen wir, das klappt. Der erste Fahrzeug macht seine Arbeit richtig. Auch mit Stroh, das passt auch, wenn wir vielleicht ein bisschen Stroh reinkriegen, ne? Und bald wir das fertig haben, nach dem Spader arbeiten. So. Der macht auch seine Arbeit und ist gut. Also mehr muss jemand noch kümmern, damit wir abfahren können, ne? Ein bisschen warten müssen wir sowieso. Oh, die haben ihn alle vorher leer gemacht, entschuldigt, ne? Da muss ich mal schauen, ob wir da entsprechend sechste Folge heute. Aha. Kurz rechnen. Montag. Ja, muss ein bisschen rechnen. Heute die Folgen muss ich ja zum Glück nicht unbedingt alle machen. Ich kann die auch noch morgen irgendwo machen. Ja, morgen. Ja. Freitag oder so oder Donnerstag einige hochladen und den Rest dann darauf entsprechend. Aber das Hochladen ist aber das kleine Problem. Ja, 30%, 37%. Ist aber schon reif. Eigentlich nicht. Im Wachstum, na gut, das ist auch ganz gut so. Muss wollen ja auch den Stress ausharten, ne? Die Arbeit hier. Ja, ich sag so, es klappt alles einmal frei, ne? Spielt ja was, ne? Lassen. Verkehrte Bahn genommen, ne? Hm, ja gut. Müssen wir mal entsprechend zurückfahren und hole ich mit Dreschen gleich, ne? Sonst fahren wir durch die Frucht durch. Ich glaube, Zerstörung ist glaube ich nicht aktiviert, aber aus Prinzip machen wir so. Wir schwanken ja sowieso. Man soll ja die andere Bahn nehmen, die hinterher fahren, ne? Also können wir da die Ecke mitnehmen hier? Fühlt sich an. Oh. So, siehst du, gleich mitgenommen die Ecke hier und dann schauen wir hier, dass er die richtige Bahn nimmt hier, ne? Neben den Kurs hier vom anderen. Naja. Ich sah mal so. Ah ja gut, da oben ist er gestartet. Deswegen, okay, mein Fehler. Ich hätte im Prinzip nach vorne fahren müssen. Ne? So hat er sich halt den Punkt gewählt, halt den er wohl gerade stand, ne? Ist halt so. Jetzt müsste er eigentlich mal einen kriegen. So, der erste ist fast voll. Alles kein Problem. Machen wir einen Deckel auf hier. Hat der Regen den ganzen Stroh mehr oder weniger vernichtet, ne? Naja gut. Im Lager müsste so einiges drin sein. Müsste. Schauen wir mal. Jetzt haben wir 245, müssten wir eigentlich, wenn wir klug sind, auf 1 gehen, damit wir heute möglichst viel ernten. Die Ernte schaffen, weil dann meldet ja in 2 Tagen wieder Regen und dann möchte ich ja eigentlich Stroh auch noch mit reinbekommen.
nach Möglichkeit. Ah ja. Stück für Stück. Kriegen Sinn. So, das war der zweite. Und dann geht's weiter, ne? Ich hab beinahe geahnt, dass er mich wieder auf Visier nehmen will vorne, also. Müsste eigentlich mal hier die Kursplay-Version für eine Woche alt. Ja, wird schon gehen, ne? Für die normale Ernte. So, gleich ein anderes Fahrzeug aktivieren und den Deckel aufmachen. Gleich fährt er schon mal die Runde. Hoffentlich ist der Kurs geladen. Ansonsten müssen wir da eigentlich entsprechend noch Kurs laden. Uhrzeit? 18 Uhr. Ach, ich denke daran, denke ich mal aufstehen muss. So früh. Da konnte ich mehrere Tage entsprechend ausschlafen. 9, manchmal 10. Wenn ich nachts 5, halb 5 gespielt habe, weil ich da denke, oh Mann. Das ist vorbei, jetzt eher wieder. Das ist wieder, wieder pünktlich ins Bett. Spätestens morgen werde ich bestimmt garantiert fallen ins Bett wie. Nicht wie tot, aber fast bin, ne? Einfach, ich bin da nicht mehr für geeignet. Mal dazu sein. So, da sind beides leer, das passt. Machen wir den Planer auf. Unser Rohr ausfahren, ne? Entschuldigung. Na ja, gut. Geht mal rein, ne? Kann man gleich losschicken, den Bruder. Geladen. Die müssen ihn nur ein bisschen auf die Straße bringen. Garantiert mal gerammt. Ja, mit Deichel rückwärts fahren ist nicht so einfach. Beziehungsweise mit zwei für mich unmöglich. Aber das soll ja gehen, ne? Das ist Feld 60. Wir brauchen einen anderen Kurs. Und zwar ist das hier der richtige. Ist im Grunde ähnlich, aber er hält dann halt hier an. Ne? Sonst würde der nach vorne anhalten bei Feld 60. Schau mal, dass nichts im Weg steht. Das kann natürlich sein, dass wieder irgendeiner im Weg steht. Das kann gut aus möglich sein. Schauen wir mal, eine Meldung kommt mir bald. Das ein oder andere Fahrzeug. Naja, steht und wartet noch. Der erste, da wird noch vom Blocking, aber das ist halt im Grunde
Oh, ja gut, die ersten, die waren. Alles halt die Bahn. Naja, was wir schon gemacht haben, ne? Sonst hätte ich die Fahrzeuge von vorne anfangen müssen, berechnen und dann entsprechend die Strecke schnell alleine fahren sollen. Na gut. Ich habe halt da gestartet und gestanden. So, lass mal kurz die Kurve fahren und dann nehmen wir gleich was ab. Da wir einen Anhänger voll kriegen. Wirst du eigentlich anhalten, ja genau. Tausend, da wird nicht viel kommen. Da war ich voll. Naja, gut. Man müsste eigentlich auf Feld Nummer 12 anfangen, ne? Und zwar. Gleich mal ein. Das könnte nicht von Schaden sein. Ich lasse nur einfahren, weil einfach hier das Feld ungünstig für zwei. So meine Verstellung. Müssen wir nur schauen, ne? Entsprechend ein Fahrzeug abtanken. Ne? So. Wenn wir gleich Ecke manuell machen gleich, so ein bisschen nachher nachziehen. Dass er kein Gras nimmt, ne? So, gehen wir auf Arbeitsmodus, Feldmodus, Kursgenerierung, 12, Vorgänger 2, machen wir mal scharf, das gehen wir, ne? Gut, können wir uns hier kümmern. Dann haben wir nebenbei 12 auch noch ein bisschen fertig. Aber ein bisschen dauern wir vielleicht, weil wir noch ein Fahrzeug suchen müssen für einen Anhänger. Ohne immer dann einen LKW. Die Anhänger stehen ja bereit. Und dann können wir dann entsprechend nebenbei mitmachen. Es wird ja nicht allzu stressig werden, sag mal so. Dann muss er halt ein bisschen warten nebenbei, also das ist ja nicht so tragisch. Dann kriegen wir heute noch fertig.
Oh, der erste wäre voll, siehst du da? Ideal kannst du nur erkennen, dass das 9 ist, aber nicht erkennst nicht, was genau. Ja. Welches, ne? Das ist nicht. Das ist dann ungünstig. Dann müsst ihr mal andere Marken nehmen. Also, was ich hier ein Case, ein John Deere und ein. Ja. Von einer Sorte halt. Mit 13 Meter halt, ne? Das sind die großen Drescher halt. Klaas zum Beispiel, der hat auch. Na gut, der hat auch original keine 13 Meter, aber. Wäre dem auch egal, das Rohr ist lang genug. Blocking, Gerste. Das ist der andere hier, der steht hier, unsere Abfahrer. Fahr mal durch. Ja, ist keine andere Störung. Können wir wieder anmachen normalerweise. So. Das ist andere los. So. So, die Zeit ist wieder abgelaufen, sehe ich gerade. Dann sage ich auch mir immer Tschüss und ciao, ciao. Man hört uns jetzt vielleicht zur nächsten Folge wieder. Ne? Ich danke fürs Reinschauen. Bis dann. Ne? Tschüss.